Als ich begann, mich selbst zu lieben. Als ich begann, mich selbst zu lieben, erkannte ich, dass Schmerz und emotionales Leid nur Warnzeichen dafür sind, dass ich dabei war, gegen meine eigene Wahrheit zu leben. Heute weiß ich, das ist Authentizität. Als ich mich selbst zu lieben begann, habe ich verstanden, wie sehr es jemanden verletzen kann, wenn ich versuche, ihm meine Wünsche aufzuzwingen, obwohl ich wusste, dass es nicht der richtige Zeitpunkt war und die Person nicht bereit dafür war, obgleich ich selbst diese Person war. Heute nenne ich das Selbstachtung. Als ich begann, mich selbst zu lieben, habe ich aufgehört, nach einem anderen Leben zu verlangen und konnte sehen, dass alles, was mich umgab, mich einlud zu wachsen. Heute nenne ich es Reife. Als ich begann, mich selbst zu lieben, habe ich verstanden, dass ich in jeder Lebenslage zur richtigen Zeit am richtigen Ort bin und alles im absolut richtigen Moment geschieht. Von da an konnte ich ruhig sein. Heute weiß ich, das ist Vertrauen. Als ich mich selbst zu lieben begann, habe ich aufgehört, mich meiner freien Zeit zu berauben. Und ich habe aufgehört, weiter grandiose Projekte für die Zukunft zu entwerfen. Heute mache ich nur das, was mir Spaß und Freude macht, was ich liebe und die Dinge, die mein Herz zum Lachen bringen. Und ich tue sie auf meine eigene Art und Weise und in meinem eigenen Rhythmus. Und ich nenne das Einfachheit. Als ich mich selbst zu lieben begann, habe ich mich von allem befreit, was nicht gesund für mich war. Von Speisen, Menschen, Dingen, Situationen und von allem, das mich immer wieder hinunterzog oder weg von mir selbst. Anfangs nannte ich das gesunden Egoismus. Aber heute weiß ich, das ist Selbstliebe. Als ich mich selbst zu lieben begann, habe ich aufgehört, immer Recht haben zu wollen. So habe ich mich weniger geirrt. Heute habe ich erkannt, das nennt man Demut. Als ich begann, mich selbst zu lieben, weigerte ich mich, weiter in der Vergangenheit zu leben und mich um die Zukunft zu sorgen. Jetzt lebe ich nur für den gegenwärtigen Moment, in dem alles geschieht. Heute lebe ich jeden einzelnen Tag, Tag um Tag, und das nenne ich Erfüllung. Als ich mich zu lieben begann, da erkannte ich, dass mein Denken armselig und krank machen kann. Aber als ich ihn mit meinem Herzen verband, wurde mein Verstand zu einem wertvollen Verbündeten. Heute nenne ich diese Verbindung die Weisheit des Herzens. Wir brauchen uns nicht weiter vor Auseinandersetzungen, Konflikten und Problemen mit uns selbst oder anderen zu fürchten. Denn sogar Sterne kollidieren und aus diesem Zusammenprall entstehen neue Welten. Heute weiß ich, das ist das Leben. Charlie Chaplin. Bis übernächste Woche. Dann erscheint die vorerst letzte Sommerpausenfolge, bevor mein Podcast Burnout von der Leichtigkeit des Seins
im Oktober wieder losgeht. Ich freue mich drauf. Genieß diesen wunderbaren Spätsommer. Deine Susi.